Und damit, hallo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Paper Mario The Origami King Refolded. Wir haben beim letzten Mal einen Berg erklommen, mega die schweren Level gehabt, neue Custom-NPCs getroffen, deren Namen ich bis heute noch nicht weiß, und ziemlich viel erlebt. Also falls ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, empfehle ich euch natürlich, sie sofort anzuschauen. Und ich denke mal, es geht jetzt hier weiter. Sicher bin ich mir hier natürlich nicht. Och nee, die Blumen, die sind doch nicht One-Hit, oder? Das sieht mega sus aus. Er ist ein Grashüpfer-Toad. Oder ein Koopa. Wir wissen es nicht. Ich tippe auf Koopa, Kollege. Ganz schlimm, Kollege. Dankeschön. Er ist ein Koopa. Ich bin ein Grashüpfer. Ich hab das so gespielt wie in der Schule damals. Er springt einfach wieder weg. Okay. Das ist nur ein Toad. Interessiert er mich? Ich weiß es nicht. Was ist das für eine Röhre? Wie wir wissen, die Blumen sind viel zu stark noch aktuell. Deswegen würde ich erstmal... Na, sieh mal einer an. Jetzt weiß ich auch direkt, wo wir hier rauskommen. Okay, unten. Beim Picknickpfad, bei dem Eingang zum Erdpergamenton. Gut, also wir werden die Blumen dann machen, wenn wir stark genug sind. Wir gehen erstmal weiter. Das ist eine Kugel, die ich ganz gerne haben möchte. Oh, bitte. Ja, habe ich. Direkt. Okay. Gut, ich kannte das schon. Deswegen war es einfacher, die zu bekämpfen. Aber trotzdem, natürlich. Wichtig. 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 Auch wichtig. Er rennt hier dran vorbei. Wir können hinter ihn. Wichtig. Auch wichtig. Komm schon. Ja, lauf du nur weg, Kollege. Also diese Pappmachos sind relativ einfach zu besiegen, sage ich jetzt mal. Sei mal so dahergesagt. Oh, da waren ganz viele Koopas drin. Ey, oh, ey, richtig gut gespielt, Mario. Hier, nimm das. Vielen Dank. Das ist zu lieb von euch. Ich musste mich in der letzten Folge von 7 Herzen hochheilen. Das war schlimm. Und natürlich auch noch ein Schatz-Mini und zwar den Papier-Macho-Geil. Also, Papp-Macho-Typ halt. Die Frage, die ich mir stelle, ja, ich habe auch fast keine Pilze mehr. Hier, 1, 2, 3, 4 Stück. Wir brauchen nur 5. Ja, dann lasst uns doch direkt mal zurückgehen. Wir haben immer noch ein paar Texte. Vielleicht, das ist nicht schlimm. Hunter Xumen macht, was er kann, um das Spiel perfekt zu machen. Das sehe ich ihm einfach an. Ich finde es super. Ich finde es super. Hunter Xumen, unten in der Videobeschreibung verlinkt, ist natürlich der Ersteller dieser wunderbaren Mod. Hier so einige Dinge verändert. So, sieht aber so aus, als wären wir hier schon mal fertig. Oh ja, speichern, bitte. Ganz wichtig. Letztes Mal musste ich vom letzten Speicherpunkt aus immer so häufig wieder... Was ist hier? Ist wirklich ein Toad. Baba, danke, dass du mir geholfen hast. Da war irgendwie was und da ist mir die ganze Zeit gegengestolpert. So. Lass uns doch mal einsetzen. Der rote Stein. Der gelbe, der eigentlich grün war. Der blaue und der echte grüne. Damit sind sie wieder alle vereint. Epic. By the way, falls ihr nicht wisst, was diese weißen Boxen da sind, das sind Koopas, die dieses Ding anhimmeln, aber deren Textur fehlt. Boah, wie cool. Mit diesen Steinen, mit den Kugeln konnten wir diese Tür öffnen. Oh, ich war noch nie so gehypt, irgendwo anders reinzugehen als hier. Da gehen wir direkt rein, Olivia. Du hast recht. Was befindet sich hier drinne? War das nicht hier diese Ausstellung, die erwähnt wurde? Ja, ganz genau. 10 Coins. Legenden besagen, dass der Geist der Erde, bekannt als das Erdpergamenton, hier in dieser Höhle lebt. Äh,
Es ist ein relativ cooler Geist. Mighty, entspannt, weiß ich nicht genau. Mit der Kraft, den Boden zu heben. Es ist kein Wunder, dass es die Koopa Troopers ihn verehren. Mit Geschenken und Anhebelungen. Ja, das ist doch ganz schön. Oh, wie viel gibt's davon? Wie viel kostet das? Wieder 10. Für jemanden mit einem kreativen Kopf sieht dieser wunderbare Stein aus, als wäre er geformt in der Form des Erdpergamentons. Oh, Deutsch ist richtig schlecht heute, es tut mir leid. Und vielleicht, auf jeden Fall, wird es eines Tages den Respekt auszahlen, den wir in diesem Spot hier geben. Den so viele Koopas, ich habe keine Ahnung, was ich gerade gesagt habe. Notably, aufmerksam, also so sieht man, man nimmt Notiz von etwas, das Erdpergamenton hat genau die, ist genauso hart wie dieser Stein. Um ihm Schaden zu machen, sollten wir da nicht draufschlagen. Danke für den Tipp. Moin! Ein Koopa? Nein, ein Toad! Baba! Sieht der Rock wirklich aus wie das Erdpergamenton? Oh, wie viel kostet das alles? Ich habe nachher einfach kein Geld mehr. Aber nun gut. Ihr könnt auch gerne das Ganze skippen, wenn euch das nicht interessiert. Mich interessiert es eigentlich auch nicht, aber egal. Dieser klauengeformte Kratzer in der Wand wird dem Erdpergamenton zugesprochen in einem epischen Kampf mit Mario? Hey, bist das wirklich du, Mario? Du musst mir helfen. Ich bin hier festgesteckt. Kannst du mich mal hier retten? Kein Problem. Ja, danke dafür. Aber mir tut meine Stimme weh, deswegen rede ich nicht so viel. Oh nein, das war ich nicht. Das war vorher schon kaputt. Wir sollten hier ganz dringend weggehen. Ja, das sollten wir. Mir tut meine Stimme so unfassbar weh. Nochmal 10 Coins. Die folgende Sektion des Pfads wurde authentisch gelassen. Bitte beachte, wo du hinläufst. Vorsicht, Stufe. Oh ja, ich seh's. Sind wir hier durch? Nein, sind wir natürlich nicht. Zwei Toads, Toads. Ist das Koopas oder Toads? Koopas und gar ein gelber. Gibt es gelbe Koopas? Weiß ich gar nicht. Ich habe hier von einem Buch gelesen. Es ist richtig cool hier. Das ist ein wichtiger Typ. Boah, danke dafür, Mario. Jetzt kann ich back in meinen wunderbaren Shop gehen. Haben wir nicht schon so einen Shop-Typen? Egal. 50. Boah, Guys, es wird teuer. Es wird teuer. Du suchst nach einem heiligen Bild. Du schaust ein heiliges Bild an. Das repräsentiert das glorreiche Erdpergamenton himself. Es ist ein unbesiegbarer Geist. Ist es nicht wunderschön? Ja, das ist es. Ich möchte jetzt aber weitermachen. Das hält mich nur auf und es ist echt langweilig, sich das durchzulesen. Guys, falls ihr es selber wissen wollt, dann ihr könnt ihr es lesen. Übersetzt es euch ins Deutsche. Können wir bitte weitermachen? Ja, es ist halt ein bisschen nervig, das Ganze hier. Aber es ist nicht so schlimm, hoffe ich. Und wenn doch, skip den Part einfach, wie gesagt. Sag ich vielleicht am Ende. Ist nicht die beste Entscheidung, aber ich bin mir sicher, ihr seid von selber drauf gekommen. Einfach mit der Pfeiltaste nach rechts und dann skippen. Stimmt, manche gucken das bestimmt von euch auch auf dem Handy. Immer ein bisschen weird, Leute, die das auf dem Handy gucken. Nur weil ich das halt fast nie mache. Aber ich glaube, da muss man doppelt tippen, um zu skippen. Sicher bin ich mir aber nicht. Könnt ihr mir ja gerne in die Kommentare schreiben. Kann ich jetzt bitte hier rein? Ich möchte das Erdpergamenton sehen.
Langsam sind wir durch. Wow. Hä? Hier ist das Ende? Ich dachte, es geht hier weiter. Wir sollten es vielleicht irgendwie anders probieren. Liebes Erdpergamenton. Wenn du da bist. Bitte mach den Erdberg weg, der uns davon abhält, die rote Luftschlange zu lösen. Wir danken dir für all unsere Geschenke. Das hat nichts gemacht, das war ein bisschen weird jetzt irgendwie zum Zugucken. Egal. Ja, wir können aber gegenhauen. Tatsächlich. Somit weiterzukommen. Boah, du hast es einfach kaputt gehauen, Mario. Wie konntest du nur? Vielleicht sind wir jetzt verflucht oder so. Das ist creepy. Ah, aber guck mal, die Höhle, die geht hier weiter. Das sind so diese hinter den Kulissen hier. Ja. Ja. Wohin fahren wir? Oh. Ja, fahr mal hoch, bitte. Dankeschön. Einmal speichern, ganz wichtig, ihr wisst Bescheid. Hier schon härteres. Oh. Jump and run, wollte ich sagen. Hä? Das war jetzt aber Betrug. Das auch. Was ein Scam einfach. Das ist jetzt aber auch schon unfair, muss man mal ganz ehrlich sagen hier. Oh, wir kriegen Heilung. Wichtig. Boah, hier geht's schon direkt wieder weiter. Wo kommen wir hin? Oh, yeah. Ah, oh, sieh dir mal das an. Das sieht aus wie ein Ritterhelm. Das ist der Weg. Das ist viel imposanter, als ich gedacht hatte. Ich glaube, wir müssen in den Mund dieses Dings rein. Was für ein Mund? Oh. Ja, da sind ein paar Gegner. Ah, er hat sie beschworen. Ich habe versucht zu hauen, es hat nicht geklappt. Dann so viele. Oh mein Gott, Entschuldigung. Wobei, relativ easy, wenn ich das hier richtig einschätzen kann. Okay. Rein da in den ersten Kampf heute. Ist es der erste Kampf? Der erste richtige Kampf? Ich glaube schon. Eins. Zwei. Drei. Vier. Alle down. Okay, und nochmal. Eins, zwei, drei, vier. Wunderbar. So, damit wäre das auch geschafft. Wunderbar. Und es geht auf jeden Fall ganz sass hier weiter. Oh, da kann man wirklich lang. Das war jetzt eher so eine spontane Vermutung. Lol. Guys, dafür kann man doch auch mal ein Like da lassen, dass ich das gerade so gefunden habe. Erdpergamenton-Rücken, wenn ich das richtig sehe. Das sah für mich so ein bisschen sass aus, deswegen wollte ich es ausprobieren. Aber cool, cool, cool. Was in diesem Block drin? Wahrscheinlich nur Geld. Das Traurige ist, dass wir die halt wirklich nötig haben. Weil das Spiel halt echt, echt schwer geworden ist. Da hinten ist ein Toad. Einen schönen guten Tag. Let's go. Erstangriff, rein da. So muss das. Ein Robo-Cooper? Wir nehmen die Eisenschuhe und testen die doch gleich mal aus. Die machen mega wenig Damage. Oh nein. Aber wir können halt nicht anders auf die drauf hüpfen. Ich konnte nicht auf den hinteren springen. Was ein Betrug. Alles klar. Alles klar. Was passiert hier schon wieder?
Warum sind die Eisenschuhe so schlecht? Oh, bitte sag mir nicht, dass ich die erst skillen muss oder so. Und dann natürlich auch nur ein Great, gell? Ich muss da nochmal rein. Ich krieg hier keine Exzellentin. Was ist das denn? Der ist einfach weggerannt? Wer ist er denn? Er kommt, bespuckt mich zweimal in Feuer und rennt dann weg. Jo, und wir taken mal wieder ein, zwei Pilze. Na, ich finde, einer reicht erstmal. Kann man... Unsparer Block mit einer Feuer. Stimmt, wir benutzen so wenig die Items. Schu, wir benutzen im nächsten Kampf mal ein paar Items. Boah, ich mache mir nämlich richtig Sorgen, was uns hier alles noch erwarten könnte. Tatsächlich. Ein Pow-Block. Ja, der macht so richtig guten Damage. Das weiß ich. Warum fährt er nach unten? Oh, weil, damit wir hier den Tod bekommen, richtig? Oh nein, es ist ein Kampf dabei. Ja, aber das sollte ich schon hinkriegen. Also, dass die Eisenschuhe so schwach sind, finde ich gar nicht gut. Das ist ja ganz schlimm. Ja, Toad, ich habe dich gerettet, bitte. Ich will nicht so viel mit den Toads rumhängen, wirklich nicht. Ich möchte den Pilz auf jeden Fall. Vielen lieben Dank. Pilze so wichtig. Hätte ich echt nicht gedacht, dass das so hart werden kann. Naja, habe ich mich scheinbar getäuscht. Kommt da gar nicht. Achso, dafür ist wahrscheinlich der hier vorne dann da. Nee, wir kommen... Achso, wahrscheinlich kommen wir hier rein, dann hinten wieder raus. Später dann wahrscheinlich, wenn wir durch einen weiteren Raum sind. Ganz genau. Das, der Block ist sass. Das ist ein neues Item. Attackiere den Grund, um Damage überall zu machen? Wenn mich nicht alles täuscht, hast du gerade eine Waffe gefunden. Die kannst du in einem Battle benutzen. Die hat voll verschiedene Effekte. Du kannst sie mit Plus lesen. Das war auch ein Block, der sah anders aus. Das heißt, hier gibt es immer Waffen drin. Ich muss mir den angucken. Wakehammer. Wird direkt mal ausgerüstet. Wie genial ist das denn? Jetzt gibt es auch noch Custom. Die Custom Items kommen heute. Oh, ey, das schreibe ich auf jeden Fall. Oh nein, oh nein. Oh nein. Das schreibe ich auf jeden Fall dick und fett in die Folge. Kommt drauf an, was wir heute noch so alles erleben. Vielleicht steht auch das Erdpergamenton in der Folge. Aber sonst schreibe ich da auf jeden Fall dick rein. Boah, geisteskrankes neues Item. Richtig cool so. Okay, okay. Da hinten ist was. Oh, ich habe es auch schon direkt gesehen, was wir tun müssen. Abgesehen hier von dem Geld einsammeln. Da links ist ein Loch in dem, hier. Das da. Und wahrscheinlich kommen wir hier mit hoch, ja. Okay, das war schon sehr auffällig. Oh ja, erstmal abspeichern. Erstmal das Loch stopfen, Entschuldigung. Und den Block holen, vor dem ich davor sitze. Mit Coins drin, okay. Und dann holen wir uns den Speicherblock, wichtig. Und dann durch hier. Boah, einfach ein neues Item. Uiuiui. Ich bin so gehypt. Solche Dinge hypen mich wieder, wenn es Custom-Dinger gibt. Ich habe mit dem Hammer gehauen, by the way. Egal. Rein in den Kampf. Guys, ganz kurz, schaut mal, der Hammer, der kann in so einem Zweierfeld um uns herum. Das heißt nicht das gesamte Feld, aber um uns herum. Das heißt, wir können ja mit diesem Angriff theoretisch viel, viel mehr Leuten Schaden machen. Ich feiere die Idee maximal. Also, no joke. Ich hasse es so sehr. Also, no joke. Ich finde, die Items sind echt gut. Und unsere Leben sind einfach gone. Also, das Hammer-Timing ist wirklich hardcore. Das Hammer-Timing ist legit hardcore. Bei. Fertig, okay. Also das wirklich, das Hammer-Item an sich ist wirklich nicht schön. Okay, wir sind hier alle zwei Sekunden einfach nur am Heilen. Was ist das denn? Wir müssen da drüber hüpfen. Nur die Sache ist halt, wir sehen das Feuer nicht, weil die Textur fehlt. Ja, cool. Danke für die Heilung.
Ja, ich sehe kein Feuer, Mann. Das ist dumm. Also da finde ich, lieber Mod-Entwickler, das musst du auf jeden Fall ganz, ganz dringend lösen. Das geht gar nicht. Ich weiß nicht, wann ich da durch kann. Ich denke jetzt. Ja. Das ist ein bisschen nicht so gut gelöst, sage ich jetzt mal freundlich. Ja, es fehlen einfach Teile auch der Feuertextur. Also klar, ich kann mir denken, wo Feuer ist jetzt. Da anhand dessen, dass hier düster ist, wird hier kein Feuer sein. Ja, genau. Aber sonst ist es halt gar nicht schön. So, hier geht's weiter. Okay. Speichern, wichtig. Wir haben fast keine Pilze mehr. Wie kann er da runterlaufen, wenn ich nicht mal den Stick berühre? Nee, das ist lost. Kann ich den Spielstand laden? Ist das okay für euch? Oh nein. Oh nein. Wobei, das sind ja so Löcher. Funktioniert das? Ja. Ja, Mario duckt sich sogar. Okay, ich glaube, das ist intended, dass man das so macht. Oh, bitte lass ein Ja. Ja, das ist ein Herz, ein besonderes Herz. Das nennt sich auch KP Max Plus. Da müssen wir auf jeden Fall ganz dringend jetzt hin. Ich habe, glaube ich, nicht so viel Konfetti. Oder? Doch, habe ich. Wichtig, wichtig. Und zwar ein gutes KP Max Plus. Plus 20, yes. Also Mario, damit du verstehst, was das tut. Also ich sehe schon, du hast es gesehen, aber das ist ein KP Max Plus. Das ist mega krass. Das heißt, du hast jetzt mehr Leben und du machst auch ein bisschen mehr Schaden. Ist das nicht mega cool? Das ist ultra mega oberkrass cool. Weil das macht mir mein Leben so um ziemlich einiges einfacher tatsächlich. Sammeln wir noch einen? Gibt's hier noch was? Sieht tatsächlich nicht so aus. Einmal abreißen. Die Frage, die ich mir hier stelle, wenn jetzt schon das kommt, was ich denke, dass es kommt, dann müssen wir vielleicht sogar eine kürzere Folge machen. Ah, Bruder, we made it, ja. Okay, also, da ist die Statue von Pergamentan. Sieht richtig schön aus. Das soll die Statue von Pergamentan. Ich dachte, das sei ein Helm. Ich kann mich hier an unsichtbare Blöcke erinnern. Aber scheinbar auch nicht. Ich wusste es. Einfach mal so random 1000 Coins. Warte, hier war das. Dann wird doch hier auch was sein, oder? Nein? Schlecht. Okay, Guys. Lasst uns hier mal durch die Tür gehen und schauen, was uns dort erwartet. Oh, hier wird gespeichert. Oh, Guys. Speichern verheißt nichts Gutes. Denn an der Stelle muss ich leider die Folge etwas früher beenden als sonst. Ich hoffe, das ist okay für euch. Denn wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, einfach abonnieren. Dann verpasst ihr sie nicht. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen guten Tag. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.